Ja, ich möchte Sie begrüßen zur Medienkonferenz vom Regierungsrat. Wir haben Sie hier ins Rathaus eingeladen, weil der Regierungsrat heute eine Ganztagessitzung hat. Und da ist der Festsaal halt nahe und Mitglieder vom Regierungsrat müssen nicht dislozieren. Zur Erinnerung, es ist eine gesetzliche Vorgabe vom Bund. Die öffentlichen Pensionskassen müssen per 01.01.2014 verselbstständigt werden. Und der Kanton Zürich kommt dieser Vorgabe nach. Das ist also der Ausgangspunkt von allem. Und um den verselbstständigten BVK einen besseren Start ermöglichen, hat der Regierungsrat und der Kantonsrat ein Sanierungspaket beschlossen. Und ein Bestandteil von dem Sanierungspaket war eine Einmaleinlage. Der Regierungsrat und der Kantonsrat haben dann beschlossen, den Grossteil dieser Einmaleinlage nicht in mittelfristigen Ausgleich vom kantonalen Haushalt einzurechnen. Und gegen diese besondere Regelung hat der SVP das Behördenreferendum ergriffen. Und darum wird die Vorlage der Stimmberechtigten unterbreitet. Die Regierung erachtet es als angebracht, über diese komplexe Vorlage zu informieren, weil es viel Aufklärung braucht und sie praktisch alle Bereiche der Politik betrifft. Ich begrüße die Delegation vom Regierungsrat, Regine Näppri, Ursula Gut und Ernst Stocker, die über die Vorlage werden informieren, und der Präsident des Gemeindepräsidentenverbands, Hans-Peter Huliger, der die Sicht der Gemeinden wird darstellen. Der Ablauf wird so sein, dass wir die vier Referate zuerst werden haben und dann wird es eine kurze Fragerunde geben, für Ihre Fragen zu beantworten. Und ich möchte etwa am 23:45 aufhören, damit die elektronischen Medien noch kleine Chancen haben für eine Originalaufnahme, falls Sie das wünschen. Jetzt würde ich gerne das Wort der Frau Finanzdirektorin übergeben. Ja, besten Dank, geschätzte Damen und Herren. Auch ich möchte Sie herzlich begrüßen und Ihnen danken für Ihr Interesse. Es ist so, dass der Regierungsrat schon länger keine Abstimmungsvorlage mehr an einer Medienkonferenz vorgestellt hat. Heute macht er das, mit gutem Grund. Und zwar deshalb, weil es eine sehr wichtige Vorlage ist, weil sie nicht einfach verständlich ist und weil sie grosse Auswirkungen hat auf den ganzen Kanton Zürich. Über diese Vorlage und das Referendum ist schon sehr vieles geschrieben worden. Vieles davon war nicht richtig, was man lesen konnte. Darum muss ich jetzt einmal umgekehrt vorgehen wie sonst und sage Ihnen, um was es bei dieser Vorlage genau nicht geht. Es geht erstens nicht darum, die Einmaleinlage von 2 Milliarden Franken an die BVK oder an die Sanierung der BVK zu bewilligen oder abzulehnen. Der Kantonsrat hat die Einmaleinlage und die Sanierung am 2. April 2012 bewilligt und dagegen ist kein Referendum ergriffen worden. Er ist rechtskräftig. Der Kanton hat der BVK die Einmaleinlage gutgeschrieben und die Sanierung wird seit Anfang dieses Jahres umgesetzt, wie Sie bereits haben können hören am Mediengespräch der BVK vom Montag. Es geht zweitens auch nicht um die Bewältigung des Korruptionsfalls bei der BVK. Damit hat die Vorlage überhaupt gar nichts zu tun. Wer seinen Unmut darüber äußern und darum Nein sagt, sagt es oder straft er die Falschen und auch sich selber. Ich komme darauf noch zurück. Es geht überhaupt gar nicht um eine BVK-Vorlage, wie das jetzt immer jemand geschrieben worden ist oder geheissen hat in den Diskussionen, sondern es geht um eine rein finanzpolitische Vorlage und eine finanzrechtliche Vorlage. Mit der BVK hat es nichts zu tun. Und dann geht es drittens auch nicht darum, die Kosten von der BVK-Sanierung und die Einmaleinlage mit irgendeinem buchhalterischen Trick oder mit der, wie ich es auch schon habe gehört, kreativen Buchhaltung nicht ordentlich zu verbuchen. Wir gehen vielmehr einen rechtlich einwandfreien Weg und das tue ich auch noch mal erläutern. Es geht schließlich auch nicht darum, wie die Einmaleinlage verbuchen soll werden. Wir verbuchen sie schon gar nicht außerhalb der ordentlichen Buchhaltung.
Tatsache ist hingegen, dass der Regierungsrat die Einmaleinlage und die Kosten der BVK-Sanierung von zusammen rund 2,6 Milliarden Franken längst verbucht hat. Nämlich, wie Sie sich erinnern, mit der Rückstellung in der Rechnung 2011. Das war damals der Grund, wenn Sie sich erinnern, dass der Kanton Zürich ein Defizit von rund 1,7 Milliarden Franken geschrieben hat. Mit anderen Worten, die 2,6 Milliarden Franken sind längst rechnungswirksam, verbucht und verrechnet. Es geht also überhaupt nicht darum, wie wir jetzt die 2,6 Milliarden Franken sollen verbuchen oder verrechnen. Um was geht es denn überhaupt? Richtig ist, dass der Kanton durch die Verfassung und durch das CRG, also das Gesetz über Kontrollung und Rechnungslegung, verpflichtet ist, seine Erfolgsrechnung mittelfristig auszugleichen. Mittelfristig, das heisst über 8 Jahre, die 4 vergangenen Jahre, das gegenwärtige Jahr und die 3 kommenden Jahre. In diesen 8 Jahren muss ein Null resultieren, mindestens, oder ein positives Resultat. Wenn es nicht der Fall ist, wenn es ein negatives Resultat gibt über die 8 Jahre, dann muss der Regierungsrat ein Sanierungsprogramm beschliessen. Jetzt stellt sich die Frage, was für die Berechnung von dem Ausgleich soll berücksichtigt werden und was nicht. Beziehungsweise, wie soll man vorgehen, wenn einzelne, extreme oder einmalige Einnahmen oder Ausgaben die Berechnung verzerren. Sie erinnern sich vielleicht, wir waren schon mal bei so einem Thema. Wir haben die Diskussion schon mal gehabt, nachdem der Kanton Zürich aus dem Golderlös von der Nationalbank 1,6 Milliarden Franken bekommen hat. Die SVP hat damals mit einer Volksinitiative eine verbindliche finanzrechtliche Lösung für solche außergewöhnliche Einnahmen und Ausgaben. Das Stimmvolk hat eine solche starre Lösung im November 2008 aber ganz klar abgelehnt und damit die Haltung der Regierung unterstützt, die sich für eine fallweise Beurteilung hat ausgesprochen. Genau das haben der Regierungsrat, und ich betone nicht nur den Regierungsrat, sondern auch den Kantonsrat bei den BVK-Sanierungskosten da, nämlich den Einzelfall und Sanierung und Situation, Entschuldigung, beurteilt. Für den Kantonsrat und für die Regierung ist es klar, BVK-Sanierungskosten sind von der Dimension her eine außergewöhnliche Ausgabe, also genauso wie der Golderlös eine außergewöhnliche Einnahme war. Darum hat sich der Regierungsrat und der Kantonsrat entschieden, dass 1,6 Milliarden Franken, also genauso viel wie der Golderlös für den Kanton Zürich war, nicht in die Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs hineinzunehmen. Die restliche Summe wird etabliert sehr wohl berücksichtigt. Was wir tun, ist also, wir kappen die Berechnung um 2 Extreme je in eine Richtung. Wir haben also für eine spezielle Situation eine spezielle Lösung, ohne dass wir das Prinzip vom mittelfristigen Ausgleich darum würden über Bord werfen. Im Gegenteil, der Regierungsrat hat sich dem Prinzip immer verpflichtet gefühlt, hat es immer wieder bekräftigt, zuletzt mit dem Sanierungsprogramm SAM10. Und er macht das auch weiterhin. Ich erinnere Sie daran, dass er angekündigt hat, die Finanzplanung so zu überarbeiten, dass er auch im bis jetzt noch defizitären Finanzplan die Jahre 2014 bis 2016 eine ausgeglichene Erfolgsrechnung kann budgetieren kann, dass also die Defizite verschwinden. Damit sind wir bei der Frage, warum diese spezielle Lösung mit der Ausklammerung von der 1,6 Milliarden Franken bei der Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs überhaupt machen. Würden wir das nicht tun, müsste der Kanton seinen Haushalt in den nächsten 4 Jahren jedes Jahr um rund 430 Millionen Franken, also eine knappe halbe Milliarde, kürzen.
Selbstverständlich ist für mich als Finanzdirektorin sowieso, aber auch für meine Kolleginnen und meine Kollegen, eine sparsame Haushaltsführung. Die ist immer angesagt. In diesem Fall aber müsste der Kanton ein Sanierungsprogramm von einer Dimension beschliessen, wie es noch nie gegeben hat. Es ist klar, dass das nicht ohne einen Abbau von Arbeitsplätzen ging. Und das alles nur wegen einem sehr speziellen Ereignis und ohne, dass der Haushalt in eine Schieflage käme, wo eine solche Massnahme würde rechtfertigen. Es ist zwar richtig, dass die Verschuldung des Kantons aufgrund der BVK-Sanierung gestiegen ist. Aber ich möchte Sie erinnern, dass erst vor wenigen Tagen der Bericht erschienen ist von der Ratingagentur Standard & Poor's. Sie haben darüber lesen. Standard & Poor's hat im Kanton Zürich in voller Kenntnis von dieser Situation, von der BVK-Sanierung, wieder ein AAA gegeben, und zwar mit stabiler Aussicht, also die Höchstnote. Das Ratingunternehmen beurteilt den Finanzhaushalt also als sehr gesund. Prüfer von Standard & Poor's haben ausdrücklich festgehalten, in Kenntnis von dieser Situation, dass die Verschuldung des Kantons Zürich trotz der BVK-Sanierung, und ich zitiere Standard & Poor's, es ist nicht eine Wortwahl vom Regierungsrat, weiterhin bescheiden sei. Es ist darum so, weil wir in den letzten Jahren sehr gute Abschlüsse hatten und die Verschuldung massiv können abbauen, unter anderem auch mit dem Golderlös. Davon profitieren die jetzt. Jetzt, der Kanton hat die grosse Aufgabe der BVK-Sanierung also aus einer starken Position angegangen. Darum ist es nicht richtig, den Haushalt des Kantons einer Rosskur zu unterziehen, die sich auswirken würde auf die gesamte Bevölkerung. Ich möchte Ihnen sagen, dass der Regierungsrat da kein Schreckensszenario malt. Aber fast eine halbe Milliarde ist ein hoher Betrag. Sie können das nicht einfach mit dem Gesamthaushaltsvolumen vergleichen und sagen, das sind ja nur ein paar Prozent. Denn ein sehr grosser Teil von unseren Ausgaben ist gebunden oder durch gesetzliche Verpflichtungen verlangt. Wir haben gar nicht so viel Spielraum, wie man immer öppe meint. Es ist klar, dass der Kanton eine solche Summe nur durch einen massiven Personalabbau in allen Bereichen, höhere Steuern und auch mit einem starken Rückgang der Investitionen kann erreichen. Das wird sich auf jeden Fall auf die gesamte Wirtschaft von unserem Kanton, unseren Standort angreifen und auch den Gemeinden schaden. Auch das sage ich. Ich wollte kein Schreckensszenario da zeichnen. Aber wir sagen es deutlich, es soll nachher auch niemand sagen, wir hätten es nicht so genau gewusst, wie es rauskommt. Bildungsdirektorin und der Volkswirtschaftsdirektor und der Präsident der Gemeindepräsidenten werden nachher auch auf diese Sichtweise noch eingehen. Und noch ein sehr wichtiger Punkt. Die Referendumsführer sagen, mit der teilweisen Ausklammerung der BVK-Sanierungskosten aus der Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs würden wir die Kantonsverfassung verletzen. Jetzt können Sie selbstverständlich davon ausgehen, dass sich der Regierungsrat vom Kanton Zürich an die Verfassung hält und dass wir das schon geprüft haben, bevor wir den Antrag gestellt haben. Trotzdem haben die Referendumsführer die Behauptung aufgestellt, wir würden die Verfassung verletzen. Die Finanzdirektion hat darum im Hinblick auf die Referendumsabstimmung zusätzlich ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Darum begrüße ich in diesem Rahmen auch den Herrn Professor August Mechler unter uns. Er sitzt in der hintersten Reihe. Er ist Titularprofessor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich und Leiter vom Rechts- und Beschwerdedienst beim Kanton Schweiz. Der Herr Professor Mechler, hat den Sachverhalt ganz genau analysiert und er ist zum klaren Schluss gekommen, dass unser Vorgehen nicht nur zulässig ist, sondern ausdrücklich auch dem Sinn und Geist der Verfassung und der Bestimmung des mittelfristigen Ausgleichs entspricht.
Wir haben Ihnen das Gutachten in die Medienmappe gelegt und laden Sie ein, das zu studieren. Die Quintessenz lautet, in der Verfassung selber ist nie nicht festgelegt, dass außergewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben nicht von der Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs ausklammert werden können, aber eben auch nicht das Gegenteil. Die Möglichkeit von einer Ausklammerung von verzerrenden Einzelereignissen entspricht gemäss dem Gutachten vom Herrn Professor Mechler im Sinn von Verfassung und Gesetz, auch der Praxis beim Bund und bei anderen Kantonen. Wäre das nicht so, könnte zum Beispiel bei einer außerordentlichen Einnahme wie einem Erlös aus einer Privatisierung das Verfassungsziel vom mittelfristig ausgeglichenen Haushalt ausgehöhlt werden. Dann könnte das nämlich dazu führen, dass der Staat über Gebühr viel Geld ausgibt. Und im umgekehrten Fall, eben in unserem, wird die Einrechnung auch von außergewöhnlich einmaligen Ausgaben dazu führen, dass ein gesunder AAA-Haushalt einem Sanierungsprogramm mit allen Härten und unerwünschten Konsequenzen unterzogen müsste werden. Genau das wollen der Regierungsrat und die grosse Mehrheit vom Kantonsrat vermeiden, weil darunter alle Zürcherinnen und Zürcher leiden würden, weil wir wichtige, geschätzte Dienstleistungen müssten abbauen und, was auch ein ganz von besonderer Bedeutung ist, wir den Standort Zürich würden unnötig schwächen. Was der Regierungsrat und der Kantonsrat den Stimmberechtigten vorschlagen, ist ein Weg von der Vernunft und nicht von der Brechstange. Ein Weg, der von Verantwortungsbewusstsein geprägt ist. Und ein Weg, von dem die gesamte Bevölkerung von diesem Kanton profitieren kann. Dankeschön. Ich gebe damit gerade weiter meiner Kollegin, der Bildungsdirektorin Regina Nepper. Ja, besten Dank, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie meinerseits begrüßen und danken dafür, dass Sie gekommen sind, um über die Abstimmungsvorlage später dann auch zu berichten. Der Gut hat es schon angesprochen, wenn die Stimmberechtigten am 3. März den Beschluss vom Regierungsrat und vom Kantonsrat ablehnen und der SVP-Minderheit vom Kantonsrat folgen, gibt es zwei Wege, um dem Willen Rechnung zu tragen. Sollen die öffentlichen Leistungen aufrechterhalten werden, braucht es eine deutliche Erhöhung der Steuern, Grössenordnung 7-8 Steuerfußprozent. Der andere Weg wäre, dass man ein weitreichendes Sanierungsprogramm einleitet, weil nur so der mittelfristige Ausgleich in der Erfolgsrechnung in den kommenden Jahren könnte erreicht werden. Ein Sanierungsprogramm, auch das ist schon gesagt worden, müsste jährlich etwa 430 Millionen Franken einbringen. Und das, meine Damen und Herren, ist deutlich mehr als alle Sparprogramme, die ich seit meinem Amtsantritt vor 10 Jahren schon mitgemacht habe. Ich weiss also, von was ich rede. Wo und was abgebaut würde, können wir heute natürlich noch nicht sagen. Klar ist hingegen, dass alle Politikbereiche betroffen wären, auch bestimmte Gemeinden. Aber natürlich auch sensible Bereiche wie Gesundheit, Bildung und Sicherheit. Bei einer Einsparung von 430 Millionen Franken im Jahr ist klar, dass der Abbau für die Bevölkerung, Gemeinden und Wirtschaft deutlich spürbar würde. Der Abbau müsste außerdem in einem Moment erfolgen, wo wir vor grossen Herausforderungen stehen in unserem Kanton. Sie wissen, in den letzten Jahren sind über 100'000 Menschen im Kanton Zürich zugezogen. Das ist ein Wachstum, das sich in verschiedener Hinsicht spürbar macht. Auf den Kanton hat sich das Punkto Wohlstand und Sicherheit aufs Ganze betrachtet positiv ausgewirkt. Aber in den nächsten Jahren werden wir sicher die Zunahme nicht nur in Form von mehr Steuereinnahmen spüren und tiefer Arbeitslosigkeit, sondern auch bei wachsenden Schülerzahlen, das sehen wir heute schon, bei der verstärkten Inanspruchnahme auch von der Gesundheitsversorgung und den öffentlichen Verkehrsmitteln, ebenso wie auf den Strassen. Außerdem muss sich der Kanton Zürich weiterhin in einem internationalen Standortwettbewerb behaupten, der immer härter geführt wird.
unser Kollege Ernst Stocker wird nachher noch mehr darauf eingehen und auf Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort verweisen. Meine Damen und Herren, der Kanton Zürich hat außerdem einen hohen Nachholbedarf bei der Infrastruktur. Das Universitätsspital muss von Grund auf neu erstellt werden. Die Universität platzt aus allen Nähten. Und Mittel- und Berufsschulen haben ebenfalls sehr einen hohen Renovations- und Ausbaubedarf. Und der ZVV muss ebenfalls ausgebaut werden. Bis 2030 braucht es mindestens zweistellige Milliardenbetrag, um dem Investitionsbedarf Rechnung zu tragen und die Herausforderungen von der steigenden Bevölkerungszahlen zu bewältigen. Müsste also ein Sparprogramm in diesem Ausmaß in die Wege geleitet werden, wenn wir das dargelegt haben, dann würde der Kanton Zürich in eine Schräglage gezwungen, wo er sich nicht so einfach und leicht könnte erholen davon. Das ist aus der Sicht der Mehrheit des Regierungsrats und des Kantonsrats nicht zu verantworten und gefährdet aus unserer Sicht auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Kanton. Es kommt aber noch etwas anderes dazu. So ein Sparprogramm lässt sich ja nicht einfach vom Regierungsrat oder vom Kantonsrat so ohne weiteres durchsetzen. Die Erfahrungen haben wir auch schon gemacht, gerade beim Sanierungsprogramm 04. Dort hat sich gezeigt, dass beispielsweise im Bereich der Bildung alle wesentlichen Sparvorschläge mit Volksinitiativen direkt oder indirekt rückgängig gemacht worden sind. Das heisst, das Geld ist nicht eingespart worden. Um Einsparungen im Umfang von 430 Millionen Franken jährlich umzusetzen, braucht es also in vielen Bereichen, Frau Gut hat bereits darauf hingewiesen, auch Gesetzesänderungen. Die wiederum müssten vom Kantonsrat beschlossen werden und könnten dann mittels Referendum auch dem Volk unterbreitet werden. So, dass der Staatshaushalt am Schluss dann doch nur mit einer Steuererhöhung könnte in Lot gehalten werden. Und so eine Übung, meine Damen und Herren, ist so aufwendig und im Ergebnis berechtigt so wenig, dass so eine Übung eigentlich niemand wette. Weil, meine Damen und Herren, jede Umfrage zeigt, die Attraktivität von Kanton Zürich und seine Lebensqualität werden darum so hoch bewertet, weil ein gutes öffentliches Angebot an Bildungseinrichtungen, Gesundheitsversorgung und Kultur vorhanden sind, weil die öffentliche Sicherheit sehr gross ist und weil die Steuern gleichzeitig moderat sind. Niemand möchte auf alle diese Vorzüge verzichten. Und auch kein Abbau und schon gar nicht so einen radikalen. Es gibt in diesem Kanton ein starkes Bewusstsein für den Wert der öffentlichen Güter und der staatlichen Leistungen. Und darüber sind wir sehr froh. Wichtig ist darum, dass wir den Stimmberechtigten erklären, und das ist nicht ganz einfach, wie Frau Gut vorhin schon dargelegt hat, dass die Beschlüsse vom Regierungsrat und vom Kantonsrat vereinbar und rechtens sind mit den Zielen, die wir anstreben und den Beschlüssen, die wir gefasst haben. Das hat maßgeblich damit zu tun, dass der Erlös aus dem Verkauf der Goldreserve der Nationalbank im Jahr 2005, Zürich hat damals, wie gesagt, die 1,6 Milliarden daraus bekommen, unangetastet geblieben sind und so außerordentlich, wie der Erlös eingegangen ist, jetzt zielgerichtet und einmalig zum Einsatz kommt, auf eine sinnvolle Art und Weise. Und damit die BVK-Sanierung den mittelfristigen Ausgleich nicht allzu sehr in Schieflage bringt, sollen eben die 1,6 Milliarden Franken bei der Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs ausklammert werden. All diesen Gründen, die Frau Gut erwähnt hat. Ich möchte einfach auch noch darauf hinweisen, dass die Idee des mittelfristigen Ausgleichs erst in zweiter Linie eine finanzrechtliche ist. In allererster Linie verfolgt sie ein staatspolitisches Ziel, nämlich Verpflichtung
von den politisch verantwortlichen Einnahmen und Ausgaben vorausschauend zu planen, der nächsten Generation keinen Schuldenberg hinterlassen und den Ausgleich von Ertrag und Aufwand immer im Auge zu behalten. Das verstehen wir so im Regierungsrat und so versteht das auch der Kantonsrat und auf dem Weg wollen wir weitergehen. Und darum schauen wir es für sinnvoll an, wenn die Einmaleinlage zur BVK-Sanierung, die bereits beschlossen wurde, ist, eigentlich nicht gegen die Regeln verstoßt, sondern die Regeln viel mehr bestätigt. Ich danke Ihnen. Komme ich dran, ja. Geschätzte die Medienschaffende, an meinerseits, grüezi miteinander. Es ist ja nicht immer so, dass drei Regierungsmitglieder zu einer Medienkonferenz gemeinsam auftreten. Aber ich denke, der Regierungsrat will damit zeigen, dass es sich um ein Thema handelt, das für die künftige Entwicklung des Kantons Zürich und für die Zürcher Bevölkerung von grosser Bedeutung ist. Wir machen das im Wissen, dass die Abstimmungsvorlage nicht einfach verständlich ist und wir wollen, dass die Bevölkerung über die Auswirkungen Kenntnis hat und gut informiert ist. Meine Kolleginnen haben es vorher aufgezeigt über Konsequenzen im Staatshaushalt und auch über die finanzrechtlichen Aspekte. Als Volkswirtschaftsdirektor und damit als sogenannter Gralshüter vom Standort Zürich möchte ich den Fokus ein bisschen auf die volkswirtschaftlichen Auswirkungen und auf Konsequenzen für den Standort Zürich legen. Geschätzte Anwesende, mit dem Referendum würde, wenn es zu dem kommen würde, wenn das eintreffen würde, faktisch zu einer Steuererhöhung oder zu einem Sparprogramm, zu einem grossen Sparprogramm gezwungen werden. Das ist vorher aufgezeigt worden von fast einer halben Milliarde Franken. Beides ist Gift für den Standort Zürich. Es wäre nicht gut für die Standortattraktivität von Zürich. Es würde nämlich spürbare Leistungsabbauten für die ganze Bevölkerung, aber auch für die Wirtschaft und die Gemeinden führen. Und das ist schlecht für den Standort Zürich. Und gerade das in einer Zeit, wo die Zürcher Wirtschaft oder anders gesagt unsere Arbeitsplätze mit Unsicherheiten und Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Ich denke zum Beispiel an die Strukturbereinigungen und die Unsicherheiten, die wir im Finanzplatz haben, dem wichtigen Arbeitgeber im Raum Zürich. Ich denke an starke Franken, ob schon man momentan ein das Gefühl hat, der Euro wäre wieder ein bisschen stärker. Der Franken ist nach wie vor stark, hat Auswirkungen auf die exportorientierten Unternehmungen in unserem Raum. Zudem kommt als weiterer Punkt ein schwaches Wachstum in ganz Europa, was auch auf den Export für die Zürcher Wirtschaft negative Auswirkungen hat. Und als letztes eine Schlüsselzahl, die Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich ist leider in den letzten Monaten stets leicht gestiegen. Und bei so einer Situation von der regionalen Wirtschaft Steuererhöhungen ins Auge zu fassen oder ein Sparprogramm, mit dem man Sand in dieser schwierigen Lage ins Getriebe von unserer Wirtschaft schütten, das, meine Damen und Herren, kann ich nicht verantworten. Beim Sparprogramm, es ist gesagt worden, aber es ist auch so, müssen staatliche Leistungen und Investitionen gekürzt werden. Ich denke gerade in meinem Bereich, Infrastruktur, Strassen. Wir haben Nachholbedarf. Wir haben auch Nachholbedarf im öffentlichen Verkehr. Ich denke an die Vorlage Fabi, wo ja Kantone auch wieder zur Kasse gebeten werden mit etwa 60 Millionen im Jahr für den Kanton Zürich beispielsweise, von diesen 200, die man mehr will, gesamtschweizerisch hat. Aber auch zur Folge, neben den Investitionen, der Kanton macht ja hunderte von Millionen Investitionen, dass man auch im Auftragsbereich weniger Aufträge an die Privatwirtschaft vergeben könnte
wo natürlich, und es wäre ja nicht nur heute, sondern es wäre über mehrere Jahre, und das hat markante Auswirkungen, nicht nur auf die vielen KMU, die betroffen sind, sondern auch natürlich wieder auf die Beschäftigungslage im Kanton Zürich. Also, kurz zusammengefasst, ich bin der klaren Überzeugung, die 500 Millionen Franken im Jahr würde ungünstig auf die volkswirtschaftliche Entwicklung des Kantons Zürich sich auswirken. Und das ist nicht gut in einer schwierigen Zeit. Der Kanton Zürich, die Wirtschaftsregion Zürich, ist der Wirtschaftsmotor der Schweiz. Der wird empfindlich getroffen. Er kommt allenfalls ins Stottern. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einen starken Standort Zürich. Und darum ist der Regierungsrat klar der Meinung, zusammen mit dem Kantonsrat, dass man diese Vorlage soll annehmen. Ich gebe das Wort weiter an Hans-Peter Hulliger. Besten Dank. Ja, besten Dank. Auch besten Dank an die Regierung, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich hier die Haltung der Gemeinde vertreten zu dieser Abstimmungsvorlage. Also auch von meiner Seite möchte ich Sie recht herzlich begrüßen, geschätzte Damen und Herren. Die Verselbstständigung von der BVK ist ja auch ein Thema, das die Gemeinde beschäftigt hat. Und dass der Regierungsrat einen 2-Milliarden-Kredit beschlossen hat, um der BVK einen möglichst guten Start auch bei der Verselbstständigung zu erreichen, das tun wir von der Gemeinde wirklich auch sehr schätzen und haben das auch positiv kommentiert, dass die Regierung hier einen maßgebenden Schritt unternimmt, zum BVK eben nicht für Selbstständigung entlassen und eben auch hier einen Beitrag können leisten. Die beschlossene Einmaleinlage, nämlich die 1,6 Milliarden Franken, dass die nicht im mittelfristigen Ausgleich vom kantonalen Haushalt sind, gegen das ist jetzt Referendum ergriffen worden und da könnten wir von der Gemeinde sagen, das geht uns eigentlich nichts an, wie der Kanton Zürich die Finanzierung regelt. Aber ich glaube, das wäre doch ein bisschen kurz gegriffen. Ich glaube, auch wir von der Gemeinde müssen uns Gedanken machen darüber, weil Sie haben ja gehört, der Kanton müsste massiv sparen. Man spricht von 430 Millionen Franken, die jährlich eingespart werden müssten. Und dass so ein Sparbudget natürlich auch Befürchtungen in der Gemeinde auslöst, ich glaube, das ist klar. Auch wir von der Gemeinde machen uns Gedanken, was hat denn der Kanton überhaupt für Möglichkeiten. Und da kann ich mich den Erläuterungen, die Sie vorher gehört haben, anschließen. Die Möglichkeiten des Kantons sind da sicher beschränkt. Und dann ist ganz klar, dann wird das auch auf Gemeinden Auswirkungen haben. Sicher sind wir hier der Meinung, der Kanton würde das versuchen. Wenn ich mich zurückerinnere, als letztes Sparbudget, auch der sind wir ja doch namhaft betroffen gewesen. Wenn also dieser Vorschlag abgelehnt würde, dann müssten wir mit einem Sparbudget rechnen. Ein Sparbudget, das durchschlagen auf Gemeinden. Wir würden uns sicher wehren gegen das. Es sind verschiedene Sparmöglichkeiten, könnte man sich andenken. Aber auch wir sehen natürlich von der Gemeinde, dass hier einige Gesetze müssten geändert werden. Damit würden aber auch allenfalls andere Interessengruppen eben auch die Sparmaßnahmen könnten die bekämpfen. Also man hätte auch hier sicher Verzögerungen, man hätte Unsicherheiten, was auch nicht im Sinn der Gemeinde wäre. Wir haben uns bei den Gemeinden auch überlegt, wo könnten wir betroffen sein von so einem Sparprogramm. Wir sehen vor allem zwei Bereiche. Das eine, das sind die gemischt finanzierten Vorhaben, also wo der Kanton etwas daran zahlt, wo die Gemeinden etwas daran zahlt, dass der Kanton sagen kann, jetzt gibt es halt einfach weniger. Das ist ein Bereich. Dann der andere Bereich, das sind Staatsbeiträge. Wohlwissend, dass es ja da auch verschiedene bestehende Gesetze gibt. Aber die Staatsbeiträge, auch mit dem neuen Finanzausgleich, sind doch, wenn wir von der Gemeinde auf den Kanton schauen, also beim Kanton über 10% vom kantonalen Budget. Und da machen wir uns keine Illusionen, dass das sicher auch ein Bereich wäre, wo man darüber würde diskutieren. Es sind also zwei Bereiche, die gemischt Vorhaben, die
Kanton und Gemeinde etwas daran zahlt und auf der anderen Seite eben über die Staatsbeiträge, wo wir müssten erwarten, dass das allenfalls Änderungen könnte geben, wo wir, das können Sie sicher verstehen, sicher nicht begeistert wären von der Gemeinde. Und eigentlich aufgrund von diesen Überlegungen, auch von den Ausführungen von der Regierung, finden wir das Finanzierungskonzept eigentlich eine gute Lösung, einen guten Vorschlag. Vielleicht mögen Sie sich auch noch erinnern, wo das Nationalbankgold verteilt worden ist, dort haben wir auch von der Gemeinde eigentlich gesagt, wir wollen gerne auch einen Anteil davon. Wir haben eine negative Antwort bekommen vom Kanton, aber ich glaube, wenn jetzt etwas daraus gegeben wird, dann können wir doch noch etwas über. Und darum wollen wir die Vorlage vom Kanton, also von der Regierung und vom Kantonsrat unterstützen. Danke Ihnen.